Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X, den HD Remaster auf der PS4. Wir haben uns beim letzten Part jetzt durch den Yevon-Turm gekämpft und jetzt sind wir bei der Prüfung hier vom Dom angelangt. So, nämlich beginnt die Prüfung hier mit dem ersten Rätsel. Es ist so, der Monitor zeigt bestimmte Muster an und wir müssen diese aktivieren. Nämlich sind hier auf dem Boden so Platten. Und je nachdem, wo wir hier draufsteigen, aktivieren wir dann die Sachen, die wir brauchen. So, irgendwas fehlt mir noch. Nämlich habe ich hier, so, geschafft, oder? Ja. Nämlich habe ich hier auf dem Handy einen Guide offen von Xmail. Xmail.de. Und da ist schön die ganzen Felder hier und auf welchem Feld welcher Block aktiviert wird. Und dadurch ist das ganz einfach. Nämlich müssen wir jetzt Folgendes machen, wir müssen hier diese Dinger hier reinschieben. So, und jetzt geht's in den großen Raum. Dort müssen wir jetzt die Felder aktivieren, die uns angezeigt werden. Nämlich diese hier. Das erste, was wir brauchen, ist das. Und das brauchen wir auch. Es ist so, wenn wir etwas aktivieren, okay, das brauchen wir nicht, okay. Ja, es ist so, wenn wir das aktivieren, das wir nicht brauchen, so wie jetzt gerade, dann wird das sozusagen gelöscht. Das heißt, man darf nur auf die Platten treten, die man braucht. So, so eins brauche ich noch. Ich muss hier echt aufpassen, wo ich drauf trete. So, dann aktivieren wir das hier. So, diese vier roten haben wir jetzt schon. Jetzt brauche ich noch so ein blaues und ein grünes. Das hier ist, glaube ich, so ein grünes, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier woanders drauf trete. Nämlich brauche ich jetzt noch ein blaues. Hier oben ist eines. So. Jetzt habe ich alle aktiviert, die hier auf dem Feld waren. Und jetzt öffnet sich hier das erste Siegel. Jetzt geht's wieder zurück in den kleinen Raum und jetzt müssen wir hier den nächsten Altar reinschieben. Und jetzt kommt das nächste Rätsel. So. Nämlich brauchen wir jetzt wieder blau und einen Haufen von den roten Zeugs hier, nämlich diesmal 6 Stück. So, hier drüben ist noch ein blauer. So, jetzt muss ich was? Okay. Okay, habe ich falsch aktiviert. Verdammt. Dann machen wir zuerst den. Ah genau, und so einen brauchen wir. Ich glaube, das ist der, ja. So. Dann den. Ah genau, es muss nicht nur blau sein, es muss auch der richtige, in der richtigen Form sein. Okay, also die zwei blauen haben wir. Rot haben wir. Also wir müssen alle rote insgesamt aktivieren. So, jetzt muss ich echt aufpassen, wo ich hintrete. So, hier ist noch ein roter. Also wie gesagt, ich habe hier auf meinem Handy eine Seite von xmail.de offen. Da wird das ganz schön angezeigt. Genau das, was wir brauchen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich auf kein falsches Feld steige. So, hier ist noch ein roter. Und der grüne, den wir brauchen, befindet sich
hier. So, jetzt haben wir die Felder alle aktiviert, die hier gebraucht werden. Jetzt erscheint hier das nächste Siegel. So, jetzt geht's zum nächsten Altar. Jetzt müssen wir wieder Felder aktivieren. Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal gemacht habe, ohne Hilfe von Internet, ist es schon ziemlich schwierig. So, die zwei roten habe ich. Jetzt brauche ich einen grünen, nämlich den hier. Oder? Ja. Dann brauche ich so einen blauen. Und den blauen hier. Jetzt fällt mir nur ein grüner. Der ist dort drüben. Okay. So, ich muss jetzt echt aufpassen, wo ich hinsteige. Ich glaube, das hier ist er. Ja. Sehr schön. Das dritte Siegel ist nun da. Also diese Karte hier von xmail.de ist wirklich sehr cool. Man sieht hier genau, wo welche Felder sind. So. Das letzte. Jetzt brauchen wir so ein rotes. Und so ein rotes. Und noch einmal rot, nämlich so eins. Was brauchen wir noch? Ein blau brauchen wir, nämlich das hier. So, jetzt brauchen wir noch ein blaues. Das ist hier unten. So, jetzt brauche ich noch das grüne und das gelbe. Das gelbe ist hier ganz unten in der Ecke. Jetzt fehlt mir nur noch das eine grüne hier. Das müsste das hier sein. Jawohl. Sehr schön. So, das vierte Siegel gebrochen. Und die nächsten zwei Altare kann man nur reinschieben, wenn man hier die Spherion entwendet. Nämlich müssen wir zuerst den Kilikas-Sphärion mitnehmen. Den muss man hier einsetzen. So, das fünfte Siegel. Und als nächstes brauchen wir jetzt den Besides-Sphärion von hier. Und den setzen wir hier ein. Ja, und somit haben wir nun alle Siegel. So, jetzt können wir abspeichern. Das ist auch empfehlenswert. Und jetzt kommt noch mal eine kleine Prüfung. Nämlich müssen wir jetzt gegen den nächsten Wächter kämpfen. Das ist der sogenannte Wächter Heidendom. Man kann hier die Positionen rund um ihn wechseln.
Und je nachdem, an welcher Position die Charaktere stehen, werden sie getroffen von der Attacken, so wie jetzt zum Beispiel Oren steht direkt vor ihm, deshalb wird er von der Attacke getroffen. Die anderen kann ich aber zurück hinter ihn platzieren, dann werden sie nicht von den Angriffen getroffen. Ich muss nur schauen, dass Oren hier durchhält. So, Oren ist jetzt hier sozusagen der Tank und fängt die ganzen Angriffe ab. Ihr seht schon, wenn ich angreife, wird immer gekontert. Okay, jetzt hat er die Position gewechselt. Ich werde mal mit Rico schauen, was es zu stehlen gibt. Einen Ether können wir klauen. So, ich glaube, Titus war noch nicht dran. Wir werden jetzt erstmal mit Haska unsere Züge vervielfachen. So, mal versuchen, was könnte funktionieren. Rapidschlag setzen wir ein, dann können wir nachher nochmal angreifen. So, Oren braucht jetzt allerdings unbedingt Heilung. So, Heilung für Oren ist unterwegs. Genau, ich habe vergessen, die anderen Waffen auszurüsten. So, jetzt sehen wir gerade, der Gegner hat hier Minen platziert. Also ich greife jetzt erstmal mit einem Salto-Hieb an. Diese Minen werden hier dann jetzt explodieren. Deshalb muss ich mit Oren jetzt schnell die Position wechseln, bevor die Mine hier explodiert. Denn die tötet einen Charakter dann. One-Hit sozusagen. So, ich versuche mal mit Lulu Magie einzusetzen, mal schauen, wie viel Schaden das macht. Ja, recht schön Schaden. So, Oren braucht jetzt mal unbedingt Heilung. Vielleicht soll ich die Waffe wechseln mit Oren. Eine stärkere Waffe mit mehr Angriff. So. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Am besten setze ich jetzt Regener auf Oren ein, dann heilt er sich im Verlauf des Kampfes. So, mit Lulu werden wir jetzt wieder Feuer drauf ballern. Das hat sehr schön Schaden gemacht. So, Oren braucht jetzt wieder Heilung von Yuna. Und Angriff. So, jetzt werden wieder Minen gelegt von dem Wächter hier. Das heißt, jetzt muss ich mich schnell von den Minen entfernen. Lulu steht ganz gefährlich hier auf einer Mine, deshalb werde ich jetzt die Position mit ihr wechseln.
So, jetzt werde ich mich wieder hinter ihm platzieren, sonst bekommt Yuna alles ab. So, okay, das hat jetzt schon gereicht, um den Wächter hier in die Knie zu zwingen. War gar nicht so schwer, der Kampf eigentlich. Yuna, we're here. The Hall of the Final Summoning. Go. Yes. Huh? What do you mean, no final Aeon? So, jetzt können wir erstmal speichern. Davor werde ich jetzt aber noch auf den Sphärobrett hier weiterreisen. So, Lulu hat jetzt Flair gelernt. Und mit Yuna werde ich jetzt den Freundsferiot einsetzen, um genau auf das gleiche Feld wie Lulu zu kommen. So. Und jetzt kann ich mit Yuna hier auch gleich Flair lernen. Ich habe mit Yuna nämlich hier 7 AP-Punkte angesammelt. Und jetzt kann ich hier ein bisschen was freisetzen. So. So, mit Orban kann ich auch ein Feld weiterziehen. Er bekommt jetzt Angriff plus 4, sehr schön. So, das war's. So, hier wird erstmal abgespeichert. Ja, Leute, und wie es jetzt hier weitergeht, was es mit der Hohen Beschwörung nun auf sich hat und ja, ob Yuna jetzt stirbt oder nicht, das werden wir beim nächsten Part sehen. Macht's gut, Leute, danke fürs Einschalten. Ciao.